Hallo zusammen. Heute widmen wir uns der Apple Vision Pro, welche letzte Woche von dem Unternehmen vorgestellt wurde. Ja, und die Aktie hat so gut wie gar nicht reagiert. Hier zu sehen im Wochenchart ein Minus um knapp 1%. Also man ist hier größtenteils von einer solchen Produktvorstellung ausgegangen. Ja, und auch die ersten Schätzungen hier zu lesen von Wedbush Securities gehen auf Verkaufszahlen von 150.000 Stück im ersten Jahr aus. Also ein relativ kleiner Marktanteil, wenn man das vergleicht gegenüber den fast 20 Millionen verkauften Stück von der Firma Meta. Ja, Meta hier mit der Quest Pro zu einem Preis von 1.200 Franken gegenüber von den 3.500 US-Dollar von dem Headset von Apple. Also hier eine gewisse Diskrepanz, ebenfalls zu sehen hier die Meta-Aktie in einem, mit einer Bewertung von knapp 34 beim KGV. Ja, wenn wir diese 150.000 Stück im ersten Jahr mit dem Verkaufspreis multiplizieren, ergibt es einen Mehrumsatz von ungefähr 500 Millionen US-Dollar. Ja, und hier zu sehen die 12 Monatsergebnisse von Apple im letzten Jahr mit dem gesamthaften Umsatz von 394 Milliarden US-Dollar. Also dieser Mehrumsatz von 500 Millionen US-Dollar macht hier ein sehr kleiner Teil aus. Ja, anders sieht es natürlich aus, wenn diese Quest, wenn dieses Headset gut ankommt, wenn man beispielsweise auf Verkaufszahlen wie bei der Meta kommt, sieht es natürlich dann schon anders aus. Ja, des Weiteren wird es natürlich auch noch Mehreinnahmen geben aus dem Apple Store, das sehr profitable Geschäftsfeld von Apple, eben der Verkauf oder die Provisionen bei den App-Downloads. Also hier dürfte es ebenfalls zu Mehreinnahmen kommen. Ja, ebenfalls noch spannend zu sehen bei dem Geschäftsbericht von Apple, dass man einen sehr hohen Betrag in Aktienrückkäufe steckt, ebenfalls bereits allseits bekannt und hier eben schön zu sehen mit gesamthaft 89 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr und 85 Milliarden im Jahr davor. Also ein sehr hoher Wert, den man in eigene Aktien investiert und eben diese Aktien somit vom Markt nimmt, was natürlich dann auch den Aktienchart sehr stark stützt. Ja, ebenfalls noch spannend zu sehen, dass man eben aktienbasierte Kompensationen ausgibt im Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar, also das Vergütungen an die Mitarbeiter, welche ebenfalls ein sehr hoher Wert bereits erreicht hat. Ja, das vielleicht zwei spannende Aspekte zu dem Geschäftsbericht von Apple. Ebenfalls spannend bei der Produktvorstellung war meinerseits die Chips, welche Apple vorgestellt hat. Also man hatte hier den neuen Chip M2 Ultra vorgestellt, was allerdings lediglich eine Zusammensetzung von den zwei bestehenden M2 Max Chips ist. Allerdings hat dieser M2 Ultra Chip eine sehr hohe Rechenleistung. Also man hat hier eine sehr gute Ausgangslage, welche allerdings noch auf der 5-Nanometer-Technologie beruht. Des Weiteren hat man für die Vision Pro einen neuen Chip namens R1 eingeführt, welcher eben auch diese dreidimensionale Wahrnehmung generieren soll. Ja, unter anderem muss dieser R1 dann 12 Kameras, 5 Sensoren und 6 Mikrofone verbinden, also ebenfalls ein sehr leistungsfähiger Chip. Ja, und hier noch spannend zu lesen, dass eben diese Vision Pro ebenfalls auf LiDAR-Sensoren setzen wird für die 3D-Raumerkennung. Ja, und die LiDAR-Technologie ist ja bereits im Einsatz bei den Fahrzeugen, welche mit autonomen Fahren ja, Fahrzeugassistenzfunktionen anbieten. Ja, später mehr zu dieser Technologie, allerdings noch zuerst bei den Chips. Hier zu sehen, dass man eben derzeit mit dieser 5-Nanometer-Technologie noch nicht Marktführer ist. Allerdings arbeitet ja Apple an dem 3-Nanometer-Chip, welcher sie bereits im letzten Jahr begannen zu produzieren. Ja, weshalb zeige ich diese Grafik? Hier zu sehen, dass eben Nvidia Marktführer ist mit diesem 4-Nanometer-Chip und Nvidia hat eben auch ein Bewertungsniveau, welches sehr hoch ist. Hier zu sehen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 200. Ja, man stelle sich vor, dass eben Apple nun den Vorsprung schaffen würde zu diesem 3-Nanometer-Chip, was es dann für einen Aufschub geben könnte. Also vielleicht nicht gerade ein 200er KGV,
Allerdings würde es sicherlich diesen Aktienkurs stützen. Ja, das spannende Aspekte bezüglich dieser neuen Produktvorstellung. Wenn wir auf die Zulieferanten schauen, welche hier potenziell in Frage kommen könnten, wäre hier ein Akteur namens AMS Osram, welcher bereits ca. 15-20% ihres Umsatzes mit Apple generiert. Ja, und die Aktie ist eben auch in den letzten Monaten in die Gespräche gekommen, weil man potenziell für Micro-LED für die Apple Watch als Zulieferant in Frage kommt. Ja, und AMS Osram hat eben auch Technologien wie beispielsweise die LiDAR-Technologie im Angebot, allerdings hier beispielsweise eben als Zulieferant für die Fahrzeugindustrie. Potenziell aber auch kommen sie auch in Frage für die Apple Vision Pro. Das werden wir dann vielleicht noch erfahren. Ja, die AMS Osram hat sehr stark gelitten, auch aufgrund eben einem Wegfall von Apple-Geschäften. Also man hatte hier zeitweise um die Hälfte des Umsatzes mit Apple-Produkten erzielt und war eben auch stark abhängig von dem Unternehmen. Ja, und hier zu sehen im 5-Jahres-Chart ein Minus um 88% auf eine Gesamtbewertung von 1,49 Milliarden Franken. Ja, eben man hat stark gelitten aufgrund von dem Wegfall. Und nun könnte es allerdings wieder zu neuen Geschäften kommen mit Apple, wird sich doch zeigen. Ja, ebenfalls ein Zulieferant von Apple ist bekannterweise die SFS-Gruppe. Sie liefert hier beispielsweise Schrauben für das iPhone und auch noch weitere Hardware-Produkte, die dann im Werk von der Foxconn verarbeitet werden. Ja, ebenfalls ein spannendes Unternehmen mit einer Gesamtbewertung von 4,78 Milliarden Schweizer Franken und einer relativ optimalen Bewertung von 17, also einem 17er KGV. Ja, spannende Entwicklungen. Was haltest du davon? Lass es mich wissen und bis bald.